Guten Abend, schön, Hallo. Sie wiederzusehen. Dankeschön. Wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Sie sind ausgewandert, jetzt wieder da? Richtig, also jetzt kurz da, genau. Ja. Also wir leben jetzt seit fast einem Jahr in Thailand, tatsächlich seit Dezember 2020 und fühle mich auch super wohl da, aber ab und zu dann vermisse ich dann doch die Heimat. Und da meine Mama gerade Geburtstag hatte, hat sich die Gelegenheit ergeben und ich bin mal schnell rübergeflogen und fliege nächste Woche wieder zurück. Was ist das Besondere an dem Leben dort? Es ist natürlich sehr viel wärmer, das Leben dort, als hier. Also insbesondere in den Wintermonaten. Und gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und es ist doch mehr so ein bisschen Leichtigkeit des Seins noch. Aber ich möchte einfach wirklich beides haben. Also ich kann nicht auf Europa verzichten. Und ich merke auch, besonders in Thailand, wie deutsch ich doch bin. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber so ist es. Wie verträgt das Phileas dort unten? Super, also er ist ja eigentlich der Stein des Anstoßes gewesen, dass wir überhaupt da hingezogen sind. Philly ist auch derzeit unten noch, also drüben, unten, hinten, also im Osten. Und ich bin alleine rübergeflogen tatsächlich. Das ist das erste Mal, dass das Philly jetzt ja, ganz alleine dort ist und 10.000 Kilometer weit entfernt. Das ist schon sehr, sehr ungewohnt und ich muss damit erstmal klarkommen. Ja, nun sind Sie in Deutschland, willkommen zu Hause. Wir haben noch keinen neuen Bundeskanzler. Wir haben wieder ein Corona-Problem. Was sagen Sie zur aktuellen Lage? Ich sage, ich habe die Maske dabei und werde, ja, es ist natürlich traurig. Also es läuft gerade so ein bisschen antizyklisch. Im Sommer war es hier super und war es in Thailand recht schlimm. Und jetzt ist es wieder umgekehrt. Also ja, es ist echt bedauerlich und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir das irgendwie jetzt mal endlich in den Griff kriegen weltweit. Also oftmals tun die Länder so oder die einzelnen Staaten so, als wäre das immer nur ihr Problem. Aber das ist ja eben nicht der Fall. Also, wie ist es in Thailand? Also in Thailand war es monatelang sehr, sehr streng, weil eben im Sommer, wie gesagt, die Inzidenz sehr, sehr hoch war. Und mittlerweile ist es aber sehr viel besser geworden. Also derzeit sind die Zahlen liegen so bei einem Zehntel von den Zahlen hier.